Das ist er also, der Sohn von Bardock. Von mir aus können die mit dem Gürr machen, was sie wollen. Verarschen kann ich mich auch allein. Wer interessiert sich schon für das Bike von einem Low-Level-Kämpfer? Durch die Verletzung, die ich dir eben zugefügt habe, habe ich dir die Fähigkeit verliehen, die Zukunft vorherzusehen. Ach, halt die Fresse! Prophezeie dir, euch steht eine grässliche Zukunft bevor. Du und dein Volk, ihr werdet genauso ausgelöscht werden, wie ihr mein Volk vernichtet habt. Was zum Teufel sollte das nur alles bedeuten? Ihr elenden Saiyajins seid Meister Freezer schon eine ganze Weile ein Dorn im Auge. Es war Freezer. Du musst etwas unternehmen, sonst wird Freezer alle Saiyajins auslöschen. Zeig! Yeah! Warum macht ihr das? Sag schon, warum? Wie es aussieht, scheint er wirklich den Planeten Vegeta anzusteuern. All diese Träume, die Visionen, die zeigen mir unsere wahre Zukunft. Kommt mit, Leute! Wir müssen unser Volk retten! Wir müssen Freezer vernichten! Spinnst ja wohl! Ahnungslose Trottel! Könnt mich mal zum Teufel mit euch! Das darf nicht wahr sein! So eine verfluchte Scheiße! Unser Schicksal ist nicht unabdingbar. Ich werde unsere Zukunft verändern. Die Zukunft. Unsere Zukunft wird sich verändern. Das Schicksal unseres Planeten Vegeta. Meine Zukunft. Mein Schicksal wird sich ändern. Und das Schicksal meines Sohnes Kakarot. Du sollst verrecken, du Kakarot, mein Sohn, führe aus, was ich nicht vollbringen konnte. Räche unseren Heimatplaneten Vegeta.